Film ab, hieß es am 2. Juni im Filmbüro MV in der Hansestadt Wismar. Präsentiert wurde der 12-minütige Dokumentarfilm Aquakultur in Mecklenburg-Vorpommern. Aquakultur ist die kontrollierte Aufzucht von im Wasser lebenden Organismen wie Fischen, zum Beispiel in Teichen oder Netzgehegen. Produziert wurde der Film vom Team der Medienwerkstatt Wismar. Das war eine Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsministerium. Und zwar wollte das Ministerium gerne, dass auch mal junge Leute an das Thema herangeführt werden. Es ist ja ein komplexes Thema. Und dann sind sie auf uns zugekommen, weil wir ja sehr viel Erfahrung mit Kindern und Jugendlichen in der Filmarbeit haben. Und dann haben wir uns unterschiedliche Module dazu ausgedacht und haben die Kinder dann Stück für Stück an das Thema herangeführt. Auf ganz heruntergebrochene, einfache Art und Weise, haben ihnen auch gezeigt, wie man mit der Technik umgeht. Und so sind dann diese Filme entstanden. Und die Kinder und Jugendlichen haben das aus ihrer Sichtweise herausgestaltet. Also wir haben dann nichts vorgegeben, sondern die konnten sich selber erarbeiten, was ist für sie Aquakultur, und haben das dann in die entsprechenden Filmchen umgesetzt. Bei der Projektreihe entstanden neben dem Dokumentarfilm ein Online-Spiel, eine kurze Reportage und ein Trickfilm. Die Dokumentation war das größte Projekt und zeigt einen Überblick über das Thema Aquakultur. Rund 7 Monate hat das Team aus 5 Jugendlichen den Film konzipiert, gedreht und geschnitten. Wir haben sehr, sehr viel gelernt. Das erste Mal, uns wurde ja gesagt, wir sollen eine Doku drehen. Erstmal die Auseinandersetzung, was ist eine Dokumentation, was kommt da rein, was für Arten gibt es, wie macht man eine Dokumentation, die ansprechend für Kinder und Jugendliche ist, wo man die nicht im Biounterricht guckt und einschläft nebenbei oder versucht wach zu bleiben. Wir wollten halt ja keine typische, ich nenne es mal NDR-Doku drehen, weil die eben ein bisschen jugendlicher sein will, von Jugendlichen für Jugendliche. Das war eine Herausforderung. Dafür haben wir viel gelernt, sehr, sehr viel gelernt, viel mit beschäftigt, überlegt, was uns anspricht. Das Endergebnis kann sich sehen lassen. Davon war auch Landwirtschaftsminister Till Backhaus beeindruckt. Das Filmprojekt wurde mit rund 12.000 Euro aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds des Landes unterstützt. Mecklenburg-Vorpommern unterstützt grundsätzlich den Betrieb von Aquakulturanlagen. Die Weltmeere sind überfischt. Das bedeutet, dass man in Aquakultur, in Kreislaufanlagen, in Möglichkeiten der Teiche und letzten Endes auch in Hälterungen natürlich die Möglichkeit hat, Fische zu züchten, sie zu halten und damit auch für die menschliche Ernährung bereitzustellen. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern 7, 8 größere Aquakulturanlagen in sogenannten Kreislaufanlagen. Wir produzieren etwa 750 Tonnen Fisch, insbesondere den afrikanischen Wels, der im Übrigen auch auf dem Grill im Sommer sehr gut schmeckt. Und wir haben natürlich dann die Teichwirtschaft, die Lewitz ist ein Beispiel, aber auch kleinere Teichanlagen, sodass die Aquakultur als solches eine Bedeutung hat. Nun soll der Dokumentationsfilm Aquakultur in Mecklenburg-Vorpommern auf verschiedenen Festivals deutschlandweit eingereicht werden. Das Herzblut, das die jungen Filmemacher in den Film gesteckt haben, sollen alle sehen, und vielleicht werden sie für ihre Arbeit ja auch belohnt.